Das ist der Jan Fitze. Seit 10 Jahren arbeitet er beim SRF. Als ich gehört habe, ich komme eine eigene Fernsehsendung über, habe ich gedacht, cool, jetzt kann ich endlich alles machen, was ich schon immer mal wollte. Er denkt wahrscheinlich an Ferien in Brasilien am Strand mit einem Kite. Das Schönste an Ferien ist ja, dass man eigentlich einen Tag hineinleben kann und nie etwas überlegen muss. Und man kann auch grausam ineffizient sein und machen, was man gerade Lust drauf hat. Ferien gibt's, aber mit einem kleinen Haken. Er kommt noch 3 Kinder über, die von der Brigitte und dem Adi in der Beziehung. In die Ferien mit 3 fremden Kindern. 3 Kinder sind erfahrungsgemäß mindestens 1 zu viel, weil du hast ja nur 2 Hände, wo du die irgendwie kannst festheben und zurückholen und so. Was machen die da? Das ist eine Überraschung, ihr willst mich verarschen. Was macht man nicht alles für seine Kinder? Es geht nichts über Badeferien mit Kindern.